Ja, und weiter geht's. Hallo, nach der absurden Betrugs... hier, wie sagt man? Nicht Betrug, sondern Verarschungsgeschichte von hier diesen Verrätern. Zum Beispiel Fringer, die Erfinderin, die war ja der Chef von der ganzen Bande, hat sich mit Kerstin angefreundet, aber der Rest von uns findet die nicht so toll, bis auf Chi. Chi ist mehr so ambivalent, was das angeht. Sagt hier, bekannter, aber mag ich nicht so gerne. Wir sagen alle hier, Rivale, Rivale, scheiße, Arsch, doof, geh weg. Also würden wir sie, glaube ich, freilassen, weil die wollen wir nicht haben. Während Theresa ja versucht hat, bevor die uns verraten haben, die Leute letztes Mal, zu fliehen. Vielleicht, weil sie wusste, dass die Leute uns verraten werden. Und insofern beschließe ich, dass wir Theresa eine zweite Chance geben und die versuchen zu rekrutieren, zumal sie auch, wie gesagt, Kerstin kommt mit allen klar hier. zumal sie auch hier sehr gut mit Tieren kann, ein Psychopath ist, blutrünstig und eine Nachteule. Das ist eine sehr gute Kombo, weil wenn wir jemanden brauchen, der nachts uns verteidigt oder nachts Leichen von A nach B trägt, dann kann sie das machen, ohne dass ihre Stimmung dadurch beeinträchtigt wird. Ja, sie war eine stumme Jugendliche nach einem brutalen Trauma. Viele Jahre weigerte sie sich, mit Leuten zu sprechen und bevorzugte stattdessen, mit ihren zahlreichen Haustieren zu spielen. Fürsorge und Soziales kann sie nicht. Aber Tiere kann sie, ne? Zähmen, Tiere, ja. Okay, also Tiere zähmen zählt hier nicht als sozial. Gut, und dann ist sie eine entflohene Strafgefangene. Theresa bestreitet die Beteiligung an den Verbrechen, die zu ihrer Inhaftierung in einer brutalen Strafkolonie geführt haben. Sie entkam, indem sie mit modifiziertem Besteck einen Tunnel unterhalb der Umzäunung grub. Also hier so richtig Shawshank Redemption Stuff. Okay, interessant. Gut, die klingt, als könnte sie hier gut, okay, je. Nussi macht weiter die Wände in Ordnung, toll. Jetzt, nachdem wir die Leute alle schon umgebracht haben, sind die Räume fertig. Ha, naja, wer weiß, wozu man sie braucht. Was wir dann auch mal machen können, ist die ganzen Anzieher, wohltemperierte Temperatursystem anschließen, indem wir hier so ein paar Lüftungen bauen. Ja, gut, können wir erst, wenn die begradigt wurden, hier die Mauern. Das ist ein bisschen schade. Aber ist dann halt so. Okay. Und die sind alle fast eindrucksvoll. Das ist doch sehr schön. Was dazu führt, dass unsere Geschichte hier jetzt mehr wert ist, unsere Basis. Und, ach Gott, guckt euch das an. Und damit... Oh, shit. Geh da weg! Die habe ich ja ganz vergessen, die Käfer. Ah, toll. Wir haben Muffalos gezähmt. Sehr gut. Ja, hoffen wir mal, dass sie sich in die andere Richtung graben und nicht hierhin, weil dann kriegen wir, glaube ich, ein Problem. Sondern wir bauen hier vielleicht noch weitere. Können wir noch mehr bauen davon? Wir haben zu wenig davon. Okay. Von den Bauteilen. Gucken wir mal, ob wir noch Bauteile finden irgendwo. Irgendwo, wo wir rankommen, ohne dass Käfer uns essen. Medizinischer Notfall, Fringer. Okay. Fringer hat was für ein Problem? Blutverlust. Da können wir irgendwie wenig machen. Oh. Der Debug-Mode ist immer noch eingestellt. Den können wir mal ausstellen. Den brauchen wir jetzt momentan nicht. So.
Ist eigentlich gar keiner da, der hier mal sauber macht. Ist alles voller Blut hier. Und hier liegen noch Leichen rum. Was machen die da? Haben wir noch Gräber? Ja, wir haben noch Gräber. Okay. Okay. Ach so, Kerstin. Beerdige Sammy. Und hier haben wir noch so ein. Oh, sehr gut. Da können wir jetzt auch wieder ein Lüftungsding hier hinbauen. Sehr gut. Wir haben bald keine Nahrung mehr für die Tiere. Ah, siehst du, Bench putzt das Blut schon ein wenig weg hier. Insektenkolonie hat sich vermehrt, na prima. Ratte frisst sich durch unsere Vorräte, ja okay, solange er kein Heu frisst, habe ich da kein Problem mit. Prost. Geht nicht hier hin. Hier wollt ihr nicht hin. Oh. Scheiße. Jetzt ist passiert. Mit etwas Glück kommen die hier einzeln raus. Uiuiui. Zuweisung, Zeitplan. Gebiet. Leute in. Ah, scheiße, Leute in ist auch kacke, weil. Ah. Leute in bedeutet, dass sie. Wir brauchen neues Gebiet. Warte mal, Zuweisung. Gebiete verwalten, neues Gebiet. Umbenennen. Nur in der Basis. Gut, Zone. Nur in der Basis machen wir mal hier. Dann können die blöden Käfer können sich dann erstmal mit den Turrets beschäftigen und was dann noch steht, wenn die Turrets alle explodiert sind, die können wir dann vielleicht fertig machen hier. Okay, Zuweisung, Zeitplan. Okay. Oh nein. Dacheinsturz. Na toll. Noch ein Dacheinsturz. Oh wow. Und die gehen alle schon nicht mehr. Toll. Ja, das ist so viel zu unserem Plan. Das heißt, wir müssen jetzt doch wieder raus.
Ben, Schäfim, Carsten und Chi und Woody. Toll. Oh, shit. Cool. Eine ist tot. Ah, Woody. Woody, Woody, Woody. Okay. Okay. Oh Mann. Ist noch ein großer hier. Oh, wow, das sind zu viele große, glaube ich, fast. Mann, Mann, Mann. Oh, jetzt greifen die das Pferd an, die Arschlöcher. Okay. Okay. Mensch, was machst du da? Oh, wow. Es stehen nicht mehr viele. Cool. Oh nein, nicht dein Ernst. Shit, 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 shit. Okay, gut, wir laden nochmal neu. Das geht so nicht. Das können wir nur als Generalprobe betrachten hier. Interessant, dass so viele Leute umfallen, aber auch schön, dass wir so viele von den Wesen quasi töten konnten. Ich glaube, so die Schrotflinte und diese Sachen, die sind echt gut im Nahkampf. Problem ist nur, dass halt... So, warte mal. Okay, dann machen wir das jetzt gleich zu. So. So, priorisiere. 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 Und dann Fringer, wie gesagt, wollten wir nicht rekrutieren, sondern freilassen. Sehr gut, Muffalo. So, dann würde ich fast mal sagen, wir haben wieder kein Holz. Machen wir Stachelfallen aus. Achso, die können nur im Abstand aufgestellt werden hier. Für den Fall, dass sie hier doch durchkommen, sollen die wenigstens in Fallen laufen. So.
Machen gleich meine ganzen Batterien kaputt, die Arschlöcher. Ich sehe schon kommen. So. Ach, das ist wieder Fringer mit seinem medizinischen Notfall. Riesenspinne? Ach so, die Dinger heißen Riesenspinne. Okay, gut. Die kann man auch zähmen. Okay, man kann es versuchen, glaube ich, ja. Höhlenkäfer sind die Kinder von und Riesenskarabäus. Na toll. Okay. Kerstin, du darfst mal hier die Leute beerdigen, bevor sie uns noch die Stimmung vermiesen hier. Kommen die mit Sicherheit bald hier durch, aber jetzt haben wir immerhin schon ein paar Fallen. Noch Marmor? Oh ne, der Marmor ist alle. Okay. So, dann fangen wir hier auch mal an mit dem Gebiet. Oh ne, Tiere. Gebiete verwalten, neues Gebiet. Hier haben wir das jetzt ganz in. So, Arbeitsgebiet. Nein, nicht ganz in. Obwohl, wir hätten einfach, glaube ich, auch Naomi-Zone machen können, oder? Tatsächlich könnten wir ein paar Skulpturen noch reintun. So. Damit die hier ein bisschen schicker werden. Und was wir uns auch mal angucken können, ist hier die Kunst. Auf dieser Statue ist eine Abbildung von einer abstrakten Darstellung von Einengung. Am Rand des Bildes sind mehrere Pinguine. Das Bild symbolisiert Nacht. Macht, nicht Nacht, Entschuldigung. Ah, hier haben wir auch noch einen. So, und was ist das Huhn hier? Diese Arbeit handelt von einem Herz. Die Szene spielt inmitten einer Gemeinde. Ein Lager dominiert den unteren Teil des Bildes, was parallel zu dieser Szene passiert. Sagt uns nicht viel. Diese Arbeit handelt von einer epischen, abstrakten Figur.
Diese Schnitzerei enthält eine Zeichnung von einer Buche. Okay, das ist jetzt alles nicht so nicht so klasse. So, wer hat denn Handwerk hier? Macht mal alle Handwerk. Oh Mann. Graben die am Ende hier durch oder so. Wer ist eigentlich unser... Kerstin ist Aufseherin, okay. Oh je. Die sind schon eindrucksvoll jetzt, die Schlafsäle, sehr gut. So. Es wäre wahrscheinlich am schlauesten gewesen, wenn ich die Leute hier einfach, bevor sie mich verraten, hier reingeschickt hätte mit Waffen. Aber... das ist ja irgendwie Arschlochverhalten. Das machen wir ja nicht, ne? Markus und Carsten prügeln sich schon wieder. Was denn da passiert? Carsten gab ein zweifelhaftes Kompliment ab über die Gehirnleistung von Naomi. Okay. Carsten beleidigte unterschwellig die Kleiderwahl von Markus. Das hat Markus richtig wütend gemacht und er stimmt zu. Okay, gucken wir mal. Markus und Naomi diskutierten über Liebhaber. Okay. Interessant. Hütte von Frosch. Frosch, Häuptling der Fraktion der Clan der Grube, hat uns informiert, dass wertvolle Waren mit einem Gesamtwert von 1000 Euro in unserer Nähe gelagert werden. Die Sammlung besteht aus Techprint, Spezialgliedmaßen. Frosch sagt, dass dort 8 menschenjagende Katzen gesichtet wurden und möglicherweise eine bisher unbekannte Bedrohung lauert. Das ist jetzt gerade nicht. Wir haben gerade hier genug zu tun mit den lustigen Bugs. Können die sich nicht irgendwann gegenseitig alle aufessen oder geht das nicht? Gut, es werden immer mehr Insekten. Jetzt ist Frühling, okay. Es ist 12 Grad draußen, okay. Mal gucken, Zeitplan. Unbegrenzt. Oh, und die Tiere können auch wieder... Tiere außen, haben wir sowas? Tiere. Ah ne, das ist Tiere innen. Das ist Tiere innen Hof.
Gebiet. In Ruf ist, glaube ich, das hier, ne? Mal gucken. Tiere in den Hof. Ja, das ist das hier. Gut. Hier dürft ihr mal auch hin dann. Und meinetwegen hier. So. Zum Essen so. Neues Gebiet umbenennen. Tiere außen in Klammern essen. So, schließen. So. Gut, dann basteln wir hier mal ein Gebiet für die Tiere hin. Tiere außen essen. Können ja hier, sind sowieso viele. So, können wir die mal dahin schicken. Noch hungern die nicht. Okay. Welchen wir dann nicht haben wollen, ist der Timberwolf. Aber ihr könnt euch da alle mal was essen. So, machen hier mal Zone verkleinern, damit wir nicht wieder aus Versehen in die Fallen latschen. So. Können wir hier mal wieder ein bisschen. Ach so, sie ist jetzt am. Oh, weißt du was? Hier, wo die Fallen sind, sollen die am besten nicht rumlaufen, sag ich mal. So, hier sind doch auch noch Fallen, ne? Ja. So. Laufen wir jetzt trotzdem hier durch. Was soll das? Stichner am linken Bein, okay. Okay, dann würde ich sagen, für heute reicht das erstmal. Und ob die dann wieder in unsere Basis einfallen, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Es werden auf jeden Fall immer mehr. Das ist ein bisschen so, müssen sich die Kolonisten auf LB723 oder wie der Planet hieß, gefühlt haben. Ja. Oh Mann. Na gut. Wir schauen mal beim nächsten Mal, ob wir damit klarkommen hier. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Dienstag und bis später dann.
Ciao. Ach ja, und liked und subscribed und bla und kommentiert.